So, willkommen zum 45. Let's Play von Minecraft Minecraft. Kreativ, Staffel 2. Ja. Hier ist doch schon alles ziemlich gut gebaut schon. Gerade ruckelt es ein bisschen. Ja, weil hier auch sehr viel schon ist. Die Betten. Wo seid ihr schon wieder? Und in der Mitte müssen wir irgendwann das hier setzen. So wie es aussieht, wird das Gebäude wirklich nur bis zum Grün ungefähr bis hier, so wird es gehen Bis in zu der dem ersten. Aquarium, wo der Kasper das mal aufmachen soll. Ja. Welches Bett passt am besten in diese Umgebung? Sein Fischer ein blaues, oder? Du musst auch ein bisschen berechnen in das Haus. Von der Farbgebung her. Ja, dann wäre eigentlich das Orange oder Rote. Oder das Lila, ne? Ich würde sagen, ich nehme das hier. Das orangene Bett. Das drückt mich so. Sitzen. Und hier ist zwar ziemlich grün, aber ist schon okay. Das ist eine Eigenschaft von Kupfer. Das ist verwittert. Na, wie schnell der Grünspan rankommt. Kurz sie baut, ist es schon dran. Ja, ich habe teilweise aber auch schon das hier ver verwendet, das verwitterte, geschliffene Kupfer. Nee, ich habe ja direkt auf dem Wasser gebaut. Ich sehe von hier jetzt so, Was? was du da drin machst gerade. Teilweise. Ja. Auf jeden Fall brauche ich das hier. Also in dem Video will ich jetzt schaffen, die Decke und die Beleuchtung. Das ist mein Ziel. Und diesmal wird die Treppe nicht gleich fertig gemacht. Dass wir dann bei 40 hinkommen. Ich würde sagen, das passt, das stelle ich hier draußen hin. Für die Fischreste. Na Was ist? klar. Der Bug gewesen, der hat bis hier nicht durchgebaut. Ach so. Naja, ein Bug vielleicht nicht. Rechnungsfehler würde ich eher dazu sagen. Hey Fisch. Mach mal weg. Ich wollte da nämlich gerade was hinpacken. Wo der hing. Auf jeden Fall wird der Bereich sehr hell werden hier drinnen. Der Versammlungsbereich. Wenn wir nämlich einen Möbel haben, können wir hier riesen Tische und so reinmachen. Ben. Ja.
Da kommen nämlich Bürogebäude und also Büroräume und so ein Kram dann rein. Aber plan jetzt noch nicht so viel voraus. Weil wir wissen immer noch nicht, ob es funktioniert. Ja. Ah, du grenzt das unten ein, ja. Mann! Und alle Fische schon zerlegt. Hat mich gerade ein bisschen blockiert. Einbauen. Da musste ich leider ein paar töten. Upsala, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, habe ich gerade gemerkt. Ha? Ja, da. Hast nicht ganz die Mitte getroffen. Ja. Ich glaube, hier kriegt man ein Bibliothekar, wenn man das auspackt. Ja, gleich schräg angesetzt, kriege ich das nicht. Wie schräg angesetzt. Ja, geht nicht. Wie mal, wie willst du denn das? Ich will die Treppe so haben, dass sie so drin ist. Aber geht leider nicht. Da die eins. Die einzige Möglichkeit ist, wenn du an den beiden Seiten da schon eine Treppe platzierst und dazwischen die.
wenn du diese den rechten Winkel haben möchtest. Wenn du sowas hier haben willst. Nee, ich will die hier drin haben, dass die dünne Schräge hier ist. Nee, das funktioniert auch nicht. Also. Das kann, da kann, da gibt es auch keinen Trick, wie man das hinkriegt. Dass das hier so ist, nur halt auf einem Feld, ja. Ja. Das hier kann ich lassen. Das funktioniert leider auch nicht. Das hier muss ich erstmal wieder wegmachen. Das hier. Upsala. Ja, zu viel. Komm vor. Aber diese fliegenden Stück Scheiben, ja. Soll erstmal nur so weit sein, bis wir wissen, ob das funktioniert. Ja. Wir haben, wir haben natürlich in sämtlichen Häusern das ausgetauscht, wenn man sowas hier machen möchte. Ja. Diese improvisierte. So, fertig. So schneidet der richtig rum gemacht. Jetzt brauche ich erstmal Säule.
Das geht uns nicht an. Ja, die Lappen kannst du dann hier ranmachen, so. Falls ich sie überhaupt will. Es hört sich bei dir immer an, als hättest du keine Lust mehr. Stimmt doch gar nicht. Blub. Das sieht ein bisschen komisch aus hier. Hm? Muss ich doch heute nach links machen. Also.
Eine kleine Sitzecke. Hm. Schade, dass ich da keinen hinpacken kann, den kein Teppich. Und wenn, dann kann ich das hier nicht auf diese Höhe wieder drauf packen. Hm. Den Tisch. Sogar noch einen Teppich von mir serviert. Spendiert, meine ich. Hast du ja gemerkt, ja? In jedem Haus habe ich einen Teppich gelegt. Ja. Auch in der erste, das erste Haus, das von Maranus einen Moosteppich hatte, anstatt einem normalen Teppich. Ich kann aber leider kein Fischmuster legen. Ah ja. Schneidebrettchen. Dieser Teppich ist ein Schneidebrettchen. Oh, dann nehme ich eine andere Farbe. Ah, hier oben sitzt eine Doppeltreppe und dann wäre eine einzelne. So. Der braune ist jetzt ein Schneidbrettchen. Und dann damit. Ach, da liegt er. Hier, tummeln sich alle hier drunter, die Fische. Hm. Naja, und teilweise hier. Meinst du bezugsfertig oder nicht bezugsfertig das Haus? Ja, Teppich ist dran, Licht ist dran, Betten ist dran, ja. Also denkst bezugsfertig? Ja. Da. Fisherman. Ein Fisherman. Geil. Ist jetzt ein Fisherman. Bei dem kann man dann zum Beispiel Kochtelkabel kaufen. Mhm. Dann hier später Lachs und gekocht Lachs und
Smaragde gegen gekochten Lachs. Ah, Kohle. Kohle will er also für... Er will also 10 Kohle für einen Emerald. Wow. Oh, die erste Seite ist schon mal fertig. Tür zu, es zieht. Braucht der Gutze nur noch einen Namen. Aber schon nicht wie der Gammelfischverkäufer. Nee, hab ich doch schon gesagt, dass der Name definitiv nicht verleinigt wird. Den meinst du doch, ja? Ja. Deswegen ist der Schmied ja auch nicht Automatix. Ist ja noch nicht mal direkt ein Schmied, sondern ein Waffenschmied. Ich glaube, direkter Schmied kriegt man mit dem Ding hier. Hier weiß ich jetzt auch nicht, was man da gekriegt hat, was der ja wurde. Wow. Oh, na klar, hier wird doch. Alter, habe ich mich erschreckt. Hab mich ein klein bisschen erschreckt. Und du? Boah. Aber jetzt erstmal im Trocknen. Nein, ich muss an das Ding hier. Warte mal jetzt einen Moment. Wie du weißt, kannst du ja nicht weitermachen, wenn ich hier drinne bin. Ja. Zumor. Es wurde nicht Zumor. So. Da ist der. Da ist ab sofort Zumor. Wander, wander, wander. Da wandert er. Tür zu. Sein eigenes ganzes Grundstück. Boah. Ganzen See für sich. Ein Haus mitten auf dem Weg. Ein Haus mitten auf dem See. Zur Sicherheit, was man natürlich nicht hoffen will. Wenn ich einen neuen spawne, kann ich ihn gleich wieder so benennen. Hm. Hast ja gemerkt, dass ich in jedem Haus, in irgendeinem Aufbewahrungsobjekt oder beziehungsweise im Fall von Maranus vor dem Haus das Namensschild gepackt habe. Sollte ja mal machen, was man natürlich nicht hoffen wollen. Ja. Auch bei den ganzen Spider-Mans, die da rumlaufen. Die tun einem ja nichts. Ah, schon wieder. Ich hasse Gewitter.
2, 3, 4, 5. Ein Fuchs hier drin, ne? An! Schluss mit dem Gewitter! Ich hab Angst! Nicht wirklich. Scheiß Wetter! Ja. Wer hat das bestellt? Ich jedenfalls nicht. Und du? Hm. Bestimmt auch nicht, oder? Ja, ich bin im Trocknen. Ich stehe ja jetzt auch zum Glück unterm im Trocknen. Tür zu, zieht! Ah, 4x4 hast du den Block, also hast du die Säule also gemacht. Ja. Wenn ich das später noch reißen muss, aber so lange kann das erstmal bleiben. Die Treppe mache ich aber im nächsten Video. Weil 7 Minuten ungefähr sind noch. 17 Minuten, wenn man es genau nimmt. Ja. Aber heute sind wir bis 9 oder 10, ja. Hm. Überlegst gerade, was du dem für welche Farbe den Boden nimmst da. Nein, darüber mache ich mir gleich die Gedanken. Voll drin? Ah ne, bist noch draußen. Deswegen, wenn du nämlich drin bist, ist das Gewitter leiser. Haben sie richtig geil angepasst. Ja, was ist die Außenbeleuchtung? So, deutlich daran.
Und was meinst du? Jo. Sein Gang auch schon hell. Kein Getier. Alle weg auf einmal. Ah. Na klar. Ah, ist das hier hell? Sieht gut aus. Sollen auch Bürogebäude sein, deswegen sind die auch so hell. Nur hier müssen wir uns was einfallen lassen. Außer hier, da kann ich keine ranbauen. Hier und da ist nämlich was. Was kann man jetzt hier nicht mehr runterfallen? Kommt auf der Seite auch keine Säule ran. Auf die Gegensätze, dann bleibt die Stelle neutral. Außer auf der Seite hier. Aber es komplett durchlegen, das Muster. Ich versuch's zumindest. Sieht auch geil aus, wenn es komplett durch ist. Dann verabschieden wir uns gleich mal. Hoppala. Ich vergesse immer die Erde wegzumachen. Beim zweiten Block.
Oh, die Seite kriegt jetzt die letzten Säulenteile und dann war es das erstmal. Dann geht's morgen oder übermorgen weiter. Jedenfalls im Laufe der nächsten Tage. Ja. Das wird einige Zeit dauern, wenn ich das so mache. Ja. Also hast du ja noch nichts. Na klar. Jetzt zieht's rein. So, ich bin draußen fertig, jetzt kommen wir kurz runter und dann war's das erstmal. Oh, welche Seite du brauchst. Ah, Da da siehst du hinten. schon. Das ist viel zu doll die Klimaanlage hier. Deshalb ja. Ja, dann würde ich erstmal sagen, das ist für dieses Video. Warte mal noch einen Moment, bis ich hier die Reihe fertig habe. Also. Dann können wir uns verabschieden. Hier werde ich die Dinger später auch noch hochbauen. Die sollen oder was? Ja, aber da werde ich keine Säulen teilen, dann werde ich die glatten nehmen. Weil ich hier unten schon alles glatt angefangen hatte. Ach so. Da oben wird mit Säule Das hier gemacht. meinst du ja. Ja. Und so dann die ganze Zeit halt lang. Was meinst Ja. du? Ja, und dann brauchst du es ja nur an den alten Ecken dann anpassen. Auch wenn dann immer ein Dreiviertel kommt. Ja, dann würde ich erstmal sagen, das war's dann für das Video erstmal. Ziemlich regnerischer Tag hier. Mal wieder. Hey, lande mal. Ist besser. Oh. Aua. Ich sagte nicht, ich sagte landen, nicht Spruch landen. Ja, dann war's das für dieses Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.